Er hatte sie schon alle. Jennifer Lopez, Julia Roberts und ganz viele andere Hollywood-Schönheiten. Dank einer wirklich guten Idee hat Paul Stillwell es bisher immer geschafft, so nah wie möglich an die großen Stars heranzukommen. Und J.Lo hat ihm sogar ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Sven Wagner und Dan Farrington über einen Autogrammjäger, der selbst zum Star geworden ist und vor dem nicht einmal James Bond sicher ist. Sie sind absolute Weltstars, egal ob Harrison Ford alias Indiana Jones oder Daniel Craig alias James Bond. Und alle Fans wollen natürlich ein paar Momente ihrer Aufmerksamkeit. Aber keiner kämpft darum mit solchen Mitteln wie Paul Stillwell. Mit selbstgemalten Porträts seiner Idole versucht er, die Superpromis anzulocken. Du drehst ab, wenn die ankommen und auch noch zu dir kommen. Dann schwebst du auf Wolke 7. Wie die Stars auf seine Masche an Autogramme zu kommen reagieren und mit wem alles anfing? Pool an der Südküste von England. Hier lebt der 42-jährige Paul Stillwell. Und hier hat er vor 5 Jahren angefangen, Porträts seiner Lieblingsschauspieler zu malen. Ursprünglich wollte er mit dem Malen den Tod seiner Mutter verarbeiten. Aber mittlerweile sind die Bilder der Promis ein Teil seines Lebens geworden. Und das liegt an einem ganz besonderen Film und dessen Star. Kurz nach dem letzten Teil von Herr der Ringe fing ich an zu malen. Das ist mein Lieblingsfilm und ich bin davon nur ganz schön angetan. Ich kann mit Dingen viel Zeit verbringen, die ich mag. Ich hatte das Glück, Elijah Wood an einem Filmset zu treffen. Er gab mir das Autogramm auf das Bild. Das brachte mich darauf, es mit anderen Promis auszuprobieren. Mittlerweile hat er dem Bild von Wood weitere 80 Porträts von Prominenten hinzugefügt. Und alle sind von den Stars persönlich unterzeichnet. Besonders Hollywood-Schönheit Jennifer Lopez war von ihrem Abbild so begeistert, dass sie dem Autogrammjäger ein ganz besonderes Geschenk machte. Ich war sehr überrascht über die größten Stars wie Jennifer Lopez. Ich hatte ja keine Ahnung, wie nett und normal sie ist. Sie sagte nur, oh, fantastisch. Sie hat mir sogar exklusiv mit ihrem ganzen Namen unterschrieben. Und nicht nur mit J.Lo, wie sie sonst macht. Das war toll. Das Malen hat er sich im Übrigen selbst beigebracht. Und es hat schon einige Monate gebraucht, bis Paul damit zufrieden war, was er auf die Leinwand pinselte. Wenn der 42-Jährige über die Promis spricht, die er gemalt hat, gerät er in Schwärmen. Irgendwie ist jeder Einzelne sein Lieblingspromi. Das ist einer meiner Lieblinge, Al Pacino. Mein absoluter Lieblingsschauspieler. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn mal treffen würde. Schon gar nicht bei einer Premiere in London. Super war auch Dustin Hoffman. Er schrieb für Paul einen echten Künstler. Das ist wahrscheinlich eines der besten Autogramme, die ich habe. So ein großer Star schreibt sowas über mich. Toll. Angelina Jolie und Brad Pitt hatte ich auf verschiedenen Premieren. Ich brachte auch Brad dazu zu unterschreiben, aber es regnete und der Regen wusch die Unterschrift wieder weg. Bei Angelina schien dagegen die Sonne und deshalb ist ihre Unterschrift noch da. 5 Jahre nutzte er jede Gelegenheit, um den Stars seine Bilder, für die er schon mal 2 Tage am Stück arbeitet, zu zeigen und von ihnen persönlich unterschreiben zu lassen. Die Liste ist nicht nur lang, sondern auch mit Namen gespickt, die fast alle schon einen Stern haben, auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Eine Masche, die offenbar von Erfolg gekrönt ist, denn bis heute hat noch kein einziger Star abgelehnt, auf den Gemälden zu unterschreiben. Trotzdem ist es für den 42-jährigen Heilpraktiker immer wieder spannend. Ich versuche ihnen immer zu sagen, ich habe die Bilder selbst gemalt. Auch wenn es nur für ein paar Momente auf einer Filmpremiere ist, sage ich, ich habe selbst gemalt, würden sie es unterzeichnen? Alle Promis wissen also, es sind meine Werke. Gestern Abend in London, Premiere des neuen Action-Spektakels Cowboys und Aliens. Paul ist extra angereist, um 2 weitere Stars mit frisch gemalten Porträts zu überraschen. Dafür hat er sich einen, wie er glaubt, guten Platz ausgesucht. 25 Stunden habe ich jeweils an einem Porträt gearbeitet. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass Ihnen die Bilder gefallen und Sie die Arbeit belohnen. Einer von ihnen ist also Harrison Ford. Den hat Paul in seiner Paraderolle als Indiana Jones gemalt. Siehe da, Indy kommt, sieht und unterschreibt auf Pauls Gemälde und verliert sogar ein paar nette Worte über so viel Fanliebe. Ich bedanke mich sehr, dass er mir so große Aufmerksamkeit widmet. Auch
Auch Daniel Craig soll an diesem Abend ein Porträt von sich unterzeichnen. Kaum verwunderlich ist das Motiv. Es zeigt den Schauspieler als James Bond. Auch der Hollywood-Star mit britischem Pass lässt Autogrammjäger Paul nicht abblitzen. Er kommt zu ihm, wirft einen Blick auf das Bild und unterschreibt. Es ist übrigens schon das zweite Bild von sich, das er unterschreibt. Es ist ein wenig merkwürdig, aber nett. Er hat 2 Tage daran gearbeitet. Stell dir das mal vor. Erstaunlich. Er wollte, dass ich damit pose, aber sowas mache ich nicht. Aber es ist unglaublich. Man gewöhnt sich nie daran. Mission erfüllt. Beide Bilder sind von den Stars unterschrieben worden. Mit dem Wolke-7-Gefühl geht der vielleicht erfolgreichste Autogrammjäger der Welt nach Hause.